Hallo ihr Lieben, heute geht es weiter mit einem weiteren Look mit der Urban Decay Weiß 3 Palette. Nicht Weiß Dry, sondern die Weiß 3 Palette. Und ja, es wird wieder etwas bunter. Ich habe die letzten beiden Tage zwei unbunte, neutrale Looks geschminkt. Ich zeige euch einfach mal mit welchen Farben, weil man kann das auch wirklich gut damit machen. Heute habe ich getragen DTF auf dem ganzen Lid und dann Defy in der Lidfalte. Und gestern habe ich getragen Downfall auf dem ganzen Lid mit etwas Last Sin in der Mitte des Lides. Und für die Lidfalte hatte ich Rain genommen. Und das sah auch wirklich richtig schön aus. Ich habe gestern die Acca Review gedreht und da habe ich euch mein Augen-Make-up gezeigt. Jetzt habe ich mich natürlich abgeschminkt, weil wir schminken jetzt was Neues. Ja, aber heute soll es etwas bunter werden. Und zwar möchte ich Dragon, Freeze und Heroin benutzen. Und zwar sind das die blaue bzw. Grüntöne. Diese drei hier. Jo, ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich werde erstmal meine Lidschattenbase auftragen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich. Als allererstes werde ich mich Freeze und Dragon widmen. Das sind die beiden helleren Farben. Und ich werde erst Dragon nehmen, das Grün, und werde das auf die Innen auf mein Lid auftragen, bis ungefähr zur Mitte. So, das machen wir jetzt erstmal. Ich habe mich jetzt einfach nur, ich habe nur die Augen abgeschminkt. Da war ich natürlich heute ein bisschen geschminkt, aber ansonsten ist alles noch wie heute Morgen um 7 Uhr. So, Dragon, unglaublich tolle Farbe. Und jetzt gehe ich in Freeze, das ist das helle Blau, und gebe mir das auf die Mitte des Lides auf. Nehme noch mal etwas Dragon. Einfach um hier den Übergang ein bisschen schön zu machen. Ich mache das ja dann gerne so, dass ich immer abwechselnd mit dem Pinsel den Übergang verschöne. Also die Farben sind wirklich der Hammer. Das ist so richtig bam in your face. Die Pigmentierung ist 1A. Und ich finde auch die Kombination dieser beiden Farben echt schön. Ist natürlich jetzt nichts, was ich im Alltag groß tragen würde wahrscheinlich, aber mir gefällt es ganz gut. Ich nehme jetzt meinen Smoky Eye Brush und gehe in Heroin. Das ist das Dunkelblau. Nehme nochmal etwas von Freeze, nochmal diesen Türkisblau. Einfach um das hier wieder ein bisschen intensiver zu machen und mit dem dunklen Blau ein bisschen zu verbinden. Also die Farben sind einfach fantabulös. Ich nehme jetzt so einen kleinen Pinsel, das ist einer von Dior, hat keine Nummer, kein irgendwas, die nehme ich aber. Werde ganz, ganz, ganz leicht in das dunkle Blau gehen und werde mir das bis vorne hinziehen, aber halt eben ganz, ganz leicht, weil wir da keine so einen Balken haben wollen. Ich nehme jetzt den Pinsel aus der Palette und nehme diese Seite hier und gehe damit nochmal etwas in Freeze, das ist das Türkisblau. Und gebe mir das hier so ein bisschen am unteren Wimpernkranz außen hin. Mit Kontaktlinsen wäre das eine Katastrophe gewesen, weil das Ganze in meinen Augen gewesen wäre. Ach. Ja, diese Lasersache war schon
phänomenal gut. So, mir gefällt das schon ganz gut. Ich werde jetzt aber noch ein ganz, ganz kleines bisschen von Revolver nehmen. Das ist diese Farbe. Auch ins Blaustichige. Gehe mit diesem kleinen Pinsel da wieder rein. Einfach nur, um meine Lidfalte noch ein kleines bisschen mehr zu definieren. Ziehe mir das auch noch ein bisschen hier so an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir nochmal meinen Pinsel vom Anfang und gehe nochmal in Dragon. Das ist eben das Blau, nicht das Blau, das Grün. Gehe noch einmal hier vorne drüber, weil ich es da doch noch ein bisschen intensiver haben möchte. Jetzt einfach dadurch, dass es hinten so dunkel wird. Und dann gehe ich nochmal in Freeze. Einfach hier, um in der Mitte eben den Übergang noch mal ein bisschen schöner zu machen. Bis jetzt gefällt es mir echt gut. Jetzt nehme ich meinen Blendepinsel. Ich gehe wieder in Downfall. Man sieht sie. Diese Farbe hier und fange an, das langsam zu verblenden. Ich nehme jetzt ein ganz kleines bisschen von Truth. 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 Das ist die obere Farbe hier. Und gebe mir die auch unter den Braunbogen und mache weiter mit Verblenden. So, und dann haben wir die Augen eigentlich schon fertig. Ich finde es Hammer. Ich habe mein Wimpernzangenbiegeteil aufgewärmt und werde mir jetzt erstmal die Wimpern biegen. Und da ich das letzte Mal leider vergessen hatte, mitzufilmen, werde ich mir jetzt nochmal für euch vor der Kamera die Wimpern tuschen mit der Lash Princess Mascara von Essence, die ich wirklich toll finde. So, ich zeige euch vielleicht nochmal das Bürstchen. Das ist eben so geschwungen. Und ja, wir beginnen einfach mal. Der Hammer, oder? Jetzt mal ehrlich. Also ich bin wirklich absolut begeistert von dieser Mascara. Ich habe natürlich jetzt keine super kurzen Wimpern, ich habe aber auch keine super langen Wimpern. Und normalerweise war das immer so, wenn ich meine Wimpern gebogen habe. Wow, jetzt habe ich mir Wimpernstreng geschwind. Wenn ich meine Wimpern gebogen habe und damit eine nicht wasserfesten Mascara getuscht habe, ist der Schwung einfach nicht so toll geblieben. Aber Leute, das ist doch toll, oder nicht? Also ich bin absolut begeistert von dieser Mascara, muss ich sagen. Das ist jetzt eine Schicht gewesen. Ich bin kein Mensch, der gern schichtet. Darum lasse ich eine Schicht auch. Aber man könnte mehr machen. Jo, zweite Seite. Normalerweise tusche ich meine Wimpern unten nicht so doll wie heute, aber irgendwie finde ich, passt das zum Gesamten. So, ich zeige euch jetzt nochmal die Augen. Das war es nämlich auch schon. Mir gefällt es wirklich gut. Ich hoffe, euch auch. Einfach nochmal ein anderer Look mit der Urban Decay Weiß 3 Palette. Und ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes probieren möchte. Ich meine, die hat doch unglaublich tolle Farben. Vielleicht doch mal irgendwie was Natürliches.
Vielleicht auch mal was mit Grün und Pink, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mir gefällt das ziemlich gut, diese Kombination. Und ich würde sie natürlich so nicht auf die Arbeit tragen, aber es ist für mich jetzt auch kein ich bin verkleidet Make-up, wenn ihr wisst, was ich meine. So, noch mal etwas von weiter weg. Ich weiß, ich sehe ein bisschen verstrubbelt aus, aber ich komme eben auch jetzt gerade von der Arbeit und ich musste das Licht noch nutzen. Es ist halt schon mittlerweile 5 Uhr oder so und ja, der Winter kommt, es wird früher dunkel und ja, so ist das nun mal. Vielleicht trage ich noch einmal ein bisschen Lippenstift auf. Ich habe jetzt einfach hier noch den Sex in the City von P2 rumliegen. Habe gedacht, ich trage den einfach mal auf. Ja. Wie gesagt, das sind die Augen. Ich bin absolut begeistert immer noch von dieser Palette. Ich kann sie euch einfach nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ach nee, ich wollte noch was sagen. Mein Acker-Review-Video kam erstaunlich gut an bei euch. Hier wieder die gleiche Sache. Ich weiß nicht, ob Leute meine Beauty-Sachen gucken, die sich für meinen Acker interessieren. Aber falls doch, wollte ich euch mal vielen Dank sagen. Und ja, genau, ich wollte euch vielen Dank sagen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns bald wieder. Und bis bald. Tschüss.